Der sieht ja ganz schön spannend aus, der Film von Thomas Rösser. Mehr als 8 Jahre hat der 44-jährige Marburger daran gearbeitet. Jetzt kommt Streiflicht ins Kino. Der Regisseur hat uns vorab ein Geheimnis der Dreharbeiten verraten. Der Hauptdarsteller ist am Ende fast gestorben in der letzten Sequenz, in der letzten Einstellung, zwar wirklich. Was? Wie das denn? In den letzten 3-4 Minuten hatten wir eine Szene, die ich jetzt nicht näher beschreiben kann, auf jeden Fall hat das was mit der Sexszene zu tun am Ende. Und da hatten wir so ein Stoppzeichen hatten wir gegeben für den Schauspieler. Und ich guckte mir das so an und dachte, oh, jetzt wird's aber, jetzt spielt er richtig gut. Das ist ja richtig dramatisch, was er jetzt spielt. Und hab runtergezählt und hab mir gedacht, okay, also 10, 9, 8, 7 und dann unterbrichst du. Und es war wirklich so allerletzte Rille. Also dem ging es wirklich nicht mehr gut. Aber das konnte man in der Situation, glaube ich, so nicht sehen oder nicht erkennen. Aber die Szene ist im Film geblieben. Also alles, was am Ende so dramatisch wirkt, ist wirklich echt. Aber er hat überlebt. Er hat überlebt, ja. Da sind wir aber froh. Rösser hat mit seinem Team vor allem in Marburg und Umgebung gedreht. Echt cool also für alle Lokalpatrioten. Herausgekommen ist eine Mischung aus Krimi und Thriller. Wie Streiflicht geworden ist, könnt ihr selbst rausfinden. Am Freitag feiert der 95-minütige Film Premiere im ausverkauften Kapitol. Zu sehen ist Streiflicht dann bis Mittwoch jeden Tag um 20:15 Uhr im Kapitol.